Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sprechen wir über den legendären Grand Prix von Monaco, der Formel 1 Saison 2022. Bleibt dran! Was war der diesjährige Monaco Grand Prix der Formel 1 wieder für ein Highlight und Spektakel? Ich habe es total genossen, endlich wieder einen Monaco Grand Prix sehen zu können. Auch die Übertragung des ORFs mit Ernst Wasleitner und Alexander Wurz war über das komplette Rennwochenende ein Vergnügen. Der Ausgang des Monaco Grand Prix erfreut mich und ist eine Überraschung. Ich hätte es nicht gedacht, dass Perez diesen Grand Prix auf diese Art und Weise gewinnen würde. Vor allem war es eine große Überraschung für mich nach dem Stallduell, der Stallorder aus dem vorangehenden Grand Prix bei Red Bull und dann auch noch, dass Max Verstappen nicht unbedingt die Rennpace von Perez mitgehen konnte, beziehungsweise ihm Monaco vielleicht heuer einfach kein Glück gebracht hat. Insofern begrüße ich die Entscheidung von Red Bull, Perez und Verstappen hier das Rennen auf der Rennstrecke gewinnen bzw. austragen zu lassen und nicht irgendwie zum Nachteil des jeweilig anderen einzugreifen. Umso schlimmer finde ich die Meldungen, Nachrichten, Tweets, Kommentare von Max Verstappens Vater Jos im Anschluss des Rennens bzw. in den Tagen danach, wo ja Jos Verstappen die Entscheidung von Red Bull beklagt, wo sich Jos Verstappen darüber aufregt, dass sein Sohn Max das Rennen nicht gewinnen konnte, bzw. so wie er es sieht, nicht gewinnen durfte. Naja, ja, die Welt der Formel 1, Red Bull, man glaubt es kaum, es ist aber so, besteht nicht alleine nur aus den Verstappens. Dass Max Verstappen das Ego seines Vaters übernommen hat, das ist ja bekannt und das sehen wir auch bei jedem Rennen. Aber ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie arrogant, dumm und selbstgefällig die Familie Verstappen nicht wirklich ist und daraus auch keinen Hehl macht. Es war ein tolles Rennen für Perez. Es war ein tolles Rennen für Red Bull. Selbst Max Verstappen hat das Rennen noch auf einer für ihn guten Position und fairen Position beenden können. Es hätte auch so sein können wie bei Leclerc, dass strategietechnisch oder boxenstopptechnisch etwas in die Binsen geht. Es hätte auch so sein können wie in den Rennen zuvor, dass sein Dienstauto den Geist aufgibt. Anstatt darüber happy zu sein, dass man ein sauberes Rennen fahren konnte und für die Fans echte Show abgeliefert hat, beschwert man sich. Und macht eigentlich auch den Fans und Zuschauern das Rennwochenende wieder eine Spur weit madig. Weil es jemanden gibt, der mit seiner Arroganz sich für etwas Besseres hält. Beziehungsweise seine Familie, sein Fleisch und Blut. Und das passt für mich nicht in die Formel 1. Das passt für mich generell nicht in einen Sport und zählt für mich definitiv nicht als sportliches Handeln und sportliche Fairness. Aber kommen wir wieder zurück zum Rennen und zum Grand Prix Wochenende. Aber was ist denn mit den Ferraris los? Was ist mit Leclerc los? Was hat es mit dem Fluch von Monaco für den Monegassen bloß auf sich? Auch dieses Mal hat er wieder im Rennen in Führung liegen das Pech gepachtet. Er bekommt den Monaco-Fluch einfach nicht los. Und für Ferrari ist es gleich doppelt bitter.
gelaufen. Man kann hier nur hoffen, dass sie für die nächsten Rennen an Zuverlässigkeit hinzugewinnen und an der Zuverlässigkeit ihres Wagens arbeiten, denn ich gehe stark davon aus, dass die Standhaftigkeit der Formel 1 Boliden kombiniert mit den fahrerischen Leistungen für die WM 2022 in der Formel 1 sehr entscheidend sein werden. Mit dem Sieg von Perez hat sich auch jemand angekündigt, ein Nummer 2 Fahrer, ein Underdog angekündigt. Hey, ich bin auch noch da, ich würde auch Anspruch auf den Titel stellen, so mal eben bei. Ich bin auch noch da. Und das ist gut so. Und das Recht hat er auch und das ist sein Job. Hier kann ich nur hoffen, dass das Red Bull auch so sieht und nicht auf die giftigen und unfairen Worte von Jos Verstappen hört und andauernde Stallorder aussprechen wird, um ja, es ist nicht aller Welt Lieblings-Max Verstappen. Ist es nicht, ist er nicht. Und er ist nicht der weltbeste und einzige Formel-1-Rennfahrer. Es gibt aber noch andere, zum Beispiel Perez. Und Perez soll meiner Meinung nach, und ich bin sicher, da spreche ich für viele Fans, sein Talent auf der Rennstrecke unter Beweis stellen dürfen. Und soll faire Wettkämpfe mit Max Verstappen, Leclerc und den anderen Rennfahrern austragen dürfen. Genau das ist es, was wir in der Formel 1 sehen wollen. Genau das ist es, was die Spannung in der Formel 1 aufrechterhält. Mehrere Fahrer, die um einen Titel kämpfen können, mehrere Fahrer, die um einen Sieg kämpfen können und außerhalb von strategischen Entscheidungen und politischen Entscheidungen in der Box dieses auch austragen dürfen. Ich hoffe, es geht in den nächsten Rennen so fair weiter. Es wird nicht eine Stallorder nach der anderen ausgesprochen und ich bin sicher, Ferrari wird an der Zuverlässigkeit ihrer Dienstwegen, ihrer Rennboliden arbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr mich und den Kanal aktiv unterstützen wollt, lasst gerne ein Abonnement für den Kanal da und ein Like für dieses Video. Es sind nur ein, zwei kleine Mausklicks für euch und eine riesengroße Unterstützung für den Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.